So, sehr geehrte Damen und Herren, seid ihr herzlich willkommen zurück am Stück bei Far Cry New Dawn. Trifft die Auserwählten. Auszeit. Wir waren doch schon da oben. Und wir haben die doch schon getötet. Ich hoffe, sie soll nicht nochmal machen. Karl! Das tötet deine Grandma. Uff, Bruder, was habe ich für ein Aim? Scheiße, ich werd Hand zu Main. Ich hab Aim, ich werd Hand zu Main. Bruder, hast du einen Bär gesehen? Nicht, was ich da sehe. Ja, und was denn? Dann sag doch, wo der Teddy ist, Bro. Ist da fucking nochmal die Spawn da, oder? Ich hab da gerade einen Bär weggesniped. LOL! Uff, denn also ich hätte jetzt Herzinfarkt gekriegt. Die Highwaymen spielen Spielchen, während wir leiden. Die yep. veranstalten Gruppenkämpfe und Demolition Derbys, yep. wo wir früher gewohnt haben. Yep. Unglaublich. Yep. Da tun wir ja auch noch hin. Da war aber irgendein Headquarter oder ein, was heißt Headquarter, eine Station auf jeden Fall. Von den Freaks. Aber ich muss sagen, mit der neuen Hardware läuft alles so porno. Das Einzige, was manchmal mini, aber minimal Probleme macht, wohl bemerkt, ist der VRAM von der Grafikkarte. Ich habe nur 6 GB in meiner 89 Ti drin. Ich muss nochmal töten! Jawohl, mein Führer! Okay, ich kill ihn nochmal, also muss ich gleich wieder. Bis gleich, weil das brauchen wir nicht nochmal tun, ne? Ja. Ja, ich hab ihn jetzt. Mein Penis. Ja, ich hab ihn jetzt. Scheiße! Oh Mann! Ich aus. Oh, wir haben gehen. Ich weiß nicht. Das ist einfach, oder? Ich bin nicht Durchsuch sie, aber mit Respekt. Ich kacke auf ihre Hälse. Es gibt noch mehr. Weiter können wir dich nicht bringen. Du musst allein in die Höhle hinabsteigen und die Flamme entzünden. Yep. Die Kammer wurde geflutet und die Rohre versiegelt. In diesen Rohren befindet sich das Bliss, das die heilige Flamme nährt. Lass das Wasser ab und zerstöre anschließend die Rohre, um das Bliss freizusetzen. Entzünde das Bliss, dann kann die Flamme der Gerechtigkeit wieder brennen. Und sei vorsichtig, sonst verschlingt sie dich. Geh, Sünderin! Mit unserem Segen und unserer Hoffnung. So, sind wir an einem Punkt, wo wir aufgehört hatten. Und jetzt, ja. Machen wir kurz mal eins. Vorteile. Haben wir noch Punkte? 16. Meine Lungenkapazität. Ja. Passt. Und noch mehr Munition. Und noch mehr Lungenkapazität. Oder mehr Sachen.
Verfügbare Punkte kosten 4. Okay. Und das? Haben wir das? Das hat er auch nicht gespeichert. Takedown. Crasht aus. Naja. Wenn die Flamme wieder brennt, liegt eine schönere Zukunft in greifbarer Nähe. So, jetzt müssen wir einfach runter und dann irgendwie mit Ventil rumschrauben. Wir sehen uns. Gibt's hier auch Licht? Ah, hier ist nämlich so viel Wasser drin. Kann das sein? Mach jetzt hoch, ich glaube, das ist Ventil. Ah, perfekt. Halt. Hat er? Ja, hat er. Cool, dann schauen wir uns erstmal um. Im Suchgebiet. Ein kleine süße Ratten, auch gut. Zerstöre. Nee, nee, machen wir da nicht. Wir schauen uns erstmal nur kurz noch um. Da gab es ja nicht ein paar Sachen, wo wir nämlich hingehen konnten. Und solange wir die Möglichkeit hier haben, uns ein bisschen umzuschauen. Zerstöre. Dann würde ich es genau nutzen. Denn ich weiß, ob wir sonst wieder da hinkommen. Okay, müssen wir so oder so. Okay, drei Sachen zu zerstören. Gut. Ich mach mal zum Schluss. Komm, Mami. Renn. Und schnauf, und schnauf. Und da. Nur gucken wir mal da. Warte, bis das Gas die Höhle füllt. Und dann schmeißen Molly. Achso, ich muss raus. Okay. Ich gehe mal. Bin auf die Seite. Entkomme. Holy! Die Familie muss davon erfahren. Komm, Sünderin. Oder vielleicht auch nicht. Der Vater wird wissen, wie wir dich nennen sollen. Nicht einmal Ethan hat das geschafft. Du musst diejenige sein, die Josephs Prophezeiung erfüllen. Danke, Sven. Du musst zu Ethan zurückkehren und weitere Anweisungen abwarten. Aber sei dir sicher, dass du uns neu... Bruder, komm hoch! Du, lass uns reden! Wie ich sagte, du musst zu Ethan zurückkehren und weitere Anweisungen abwarten. Wer? Kannst du deine Ungeduld nicht zügeln? Ich brauch Hilfe! Oh Gott, ist der blöd! Nun, wie ich sagte, du hast etwas Erstaunliches vollbracht, Fremde. Bin getroffen! Hilf mir mal! Gut, ich fahre fort. Nicht einmal Ethan hat das geschafft. Du musst diejenige sein, die Josephs Prophezeiung erfüllen wird. Du musst zu Ethan zurückkehren und weitere Anweisungen abwarten.
Aber seid ihr sicher, dass du uns neue Hoffnung gegeben hast? Alle in Yuiden werden erfreut sein. Die Helfer sind so dumm. Man kriegt ein Level up. Ah, mit mehr Kills. Ich komme jetzt zu dir. Nein, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Tschut. So, Logbuch. Story Mission. Außenposten. Kann man eigentlich machen. Okay. Ah, es wäre da drüben. Kämpfen mussten wir gegen diese Naturfreaks, als wir das Feuer gelöscht haben. Jetzt brennt es wieder. Und wenn das diese Hippies wach macht und die sich noch krasser wehren, nervig. Schießen? Gleitschirm. Ich glaube, wenn ich jetzt aber schieße. Nein! Heilige Scheiße! Oh, die haben mir Wingsuit auf. Dachte ich mir halber. Was ist da drüben? Leckerer Loot? Sieh. Niemand kommt, um mich zu retten. Ich muss hier weg. Okay, haben's. Danke für die Rettung. Kein Thema. Wir alle haben Gerüchte darüber gehört, dass Edener verrückten Scheiß können. Schläge einfach wegstecken. Normal, was? Ich muss hier weg. Halt du die Fresse. Du Vollhorst. Da wird geschossen. Und? Gott sei mir gnädig. Ich wollte mal kurz das Auto wieder zusammen. Okay, geht wieder. Oh, Jerome. Komm, noch 260 Meter, nimm meinen Posten ein. Wenn wir schon mal dabei sind. Sollen wir jedes Mal so einen befreien, dafür einen Punkt kriegen? Scheiß Auto, hatte ich auch schon verjagt. Nennt sich Gewehr. Geh mehr und kann ich. Ja, klar, logisch. Hallo, Titanium und so. Ich würde aber allerdings gerne mal, manchmal jetzt auch mal herkommen und. Viel Titanium. Dass da nie mehr drin liegt. So, Grizzlybär, Rang 3, schick. Ich wollte gerade einen Bogen nachladen. Das Wasserloch. Ist mir egal, der Alarm ist futsch.
kriege ich so nett? Wechsel die Stellung. Oh, das gibt's nett. Im Augenblick, wo ich schieße, bewege die Pisser sich. So richtig groß ist sein, so im Laufen zu schießen, ist halt Challenge. So. Was ist Hasi Pupsi? Da kommt irgendwo ein Auto. Ja, chill doch jetzt mal, Opa. Knallen wir jetzt alle einzeln ab und dann sind wir glücklich. So ist der Plan. Segelblatt werfen. Ich weiß nicht, der ist bestimmt fetzig so, aber da brauchen wir immer zu lang zum Nachladen. Aber außerdem einer der Runde gibt es nicht mehr wirklich viele. Kann ich auch. Opa! Oh! Ja, super! Und jetzt kommt der andere Netz. Bin ich jetzt nicht ganz. Fick dich! Okay, jetzt reicht. Ich hab ne Basie. Und die kommt. Au, eins über den Kopf gezogen, du Depp, Alter. Renn doch nicht runter. Ey, die NPC, die Bekleider wieder, du. Sind doch dumme Kackbratze. Chill doch! Bleib mir die Sniper Oma mit. Bleib jetzt auf Distanz. So. Meine Herren, du. Also Jerome, echt? Du bist ein Smog, ein Dummer. Ja, bleiben wir beieinander. Ja. Zerflattertes Überlebenden-Tagebuch. Gebt den Leuten 3 Jahre mit regelmäßigen Regen und sie vergessen, dass wir vorher ein Jahrzehnt der Dürre hatten. Aber ich benutze mein Gehirn. Ich muss herausfinden, wie wir das Wasser dahin bringen können, wo wir es brauchen, wenn die nächste Trockenzeit uns ins Knie ficken will. Boah, das ist eine wahre Aussage. Das stimmt allerdings. Eine Trockenzeit ist scheiße. Kupfer, Schwarzpulver. Ich hoffe, die ganzen Stuffs, die ganzen Materialien, dass wir da lagerplatztechnisch echt endlos haben. Ich bin halt echt, wie ihr merkt, Pfeil und Bogen, Mensch. Öffnen. Beute eintauschen. Weil müssen wir machen, weil sonst ist es irgendwann voll. Das ist scheiße. Herstellungsmaterialien, Kampfvorräte. So, Mollys. Hammer. Eigentlich Munition, den ist eigentlich gut aufgestellt. Und kann ich keine Spezialmunition machen? Ah, okay. Müssen wir auch noch herkommen, die mal ein bisschen upgraden.
So, dann gucken wir mal, was ist das noch im Gebäude. Da müssen wir eigentlich reinkommen. Ah, Zettel. Überlebensnotiz. Wenn irgendjemand Wasser für irgendwas braucht, dann gibt es ihm und zwar so viel er braucht. Ich meine wirklich jeden. Egal, ob es einer von uns ist oder einer von Josephs Leuten. Gott weiß, wir haben alle mehr als genug durchgemacht. Es wäre grausam, Leute abzuweisen. Oh ja, that's true, bro. That's fucking true. Wenn man noch Scheiße steckt, dann kann man auch zusammen schauen, dass man noch Scheiße wieder raus, wenn man das Beste draus macht. Hoffen, dass man keinen Bonobos hat. Hat nichts gegen Affen, aber manche verhalten sich so. Dann hilft man sich gegenseitig. Wir kacken uns alle viel zu sehr an. Wir müssen uns an Regeln halten, sonst funktioniert es nicht. Das ist halt leider so, kann man nichts ändern. Und ja. Wir müssen halt echt schauen, dass wir mal ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Weil heute einen Mann kennengelernt, der kommt aus Heidelberg als Beispiel. Und da müssen ja die Kontrolleure auf dem Parkplatz müssen ja richtige Arschlöcher sein, auf gut Deutsch. So richtige Pissbacken. Ne? Weil die so, nee, selbst in den Tag, bam, schwarze, wird nicht geredet, gar nichts, da kackt man sich halt einfach voll an. Denk mal so, ja, Bro, ist okay. Läuft bei dir? Was haben wir noch? 1000 Worte. Finden wir auch noch. Machen wir noch die Insel, hätte ich gesagt, in 1,5 Kilometer Entfernung. Oder was ich jetzt gerade gern machen würde, ich würde eigentlich gern zu unserem Dings hinreisen. Dann tun wir hier mal ausbauen erstmal, ne? Na, fast weniger. Leute, ich bin Steam offline. Nee, kann ich jetzt nicht. Und irgendwas, wo ist das Problem? Man redet doch einfach miteinander, so alles cool. Manchmal verstehe ich das nicht. So viele von uns, die überlebt und alles erinnert, beschreiten einen so gefährlichen Weg. Wir sind mit dem Leben davon gekommen. Zahnräder, Federn, Beutefischvögel. Diese Errungenschaft widerspricht. Verbessern. So, jetzt nochmal eins. Wir brauchen... Expedition Stufe 1. Ist es ein Vorteil? Nee, eigentlich nicht, ne? Aha. Da sind wir. Was ist das? Achso, ein Bart. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Aber wenn andere Cappy wäre cool. Ja, yeah, das sieht doch cool aus. Und dann geht noch ein Oberteil. So ein bisschen Tanktop jetzt mal mäßig unterwegs. Nee, das ist mir zu dick. So, das sieht doch hübsch aus. Und dann noch eine Hose. Ah, jetzt schon straffe Beine. Die Frau gut ist, ganz halt zu Fuß unterwegs. So was. Dann Handschuhchen gibt es da neue. Nö, die würde ich gern behalten. Die sind toll. Oder wir haben so, wo fingerfrei sind, so andere. Nee, das ist so Klober. Das kann nichts mit anfangen. Lebensratgeber Shop. Nö, braucht man nicht. Ich verstehe das gerade nicht ganz. Jo, was geht? Ich bin in so einer richtigen Gute-Nachricht-Schlechte-Nachricht-Situation. Oh. Gute Nachricht, ich habe Gina gefunden. Lays leibliche Mutter, Herks große Liebe. Die schlechte Nachricht ist, die Highwaymen haben sie und sie soll beim Gefangenen-Derby mitfahren. Damit bestrafen sie alle, die der Gang gegenüber nicht loyal waren. Ah. Der Gewinner kriegt seine Freiheit zurück. Das Problem dabei ist, dass das voll die Verarsche ist, bei der keiner gewinnt und alle grausam abgemetzelt werden. Tja, ich schätze, sie sind immer noch sauer, weil sie uns das Baby gegeben hat und nicht denen. Ja, sogar Penisköpfe mögen Babys. Ich meine, sind halt was Besonderes. Jedenfalls, du musst dafür sorgen, dass Gina gewinnt und lebend da rauskommt, weil sie Blades leibliche Mutter ist und keiner unserer Familie abmetzeln darf, okay? Außerdem weiß ich nicht, ob du Herk schon mal traurig erlebt hast. Das ist echt kein Spaß, wie ein trostloses Häufchen Elend. Und ich habe mit dem anderen Baby schon genug zu tun. Also bitte rette Gina. Nimm das Scharfschützengewehr und baller alle weg, die ihr im Weg sind. Okay, Bro.
Mach ich. Sharkys Einkaufsliste. Herc soll die folgenden Sachen besorgen. Stoff für Windeln, aber nur mit Fädenstärke über 600, sonst meckert Blade. Ey, Alter, das Kind ist da. Ey, der verhätschelt den übel. Seife, Butter, Teile für kleinen Flammenwerfer, Speck, Trockenfleisch, Eier, 3 Kilogramm Salz, meine Füße tun weh. 3 Meter Metallkette für 6 Sklaven, einen 6 Sklaven, Brustmilch für Blade, Brustmilch für mich. Okay. Ich will eigentlich erstmal das Waffending theoretisch ausbauen, wenn es nicht zu viel kostet. Nimm meine Waffe zum Beispiel. Hab aus Schrott einen Rasenmäher gebaut. Na, eher einen. Kann man Prosperity ausbauen? Und vor allem ist dieses Training-Ding, würde mich halt auch interessieren. Aber wir verzichten noch ein bisschen auf die Waffen. Hallo. Hi. Gib ihm. Ach, das sind jetzt gerade alle da, cool. Ist ja süß. Ich komme, um zu helfen. Tag auch. Leute, die nicht den Kollaps durch. Prosperity, komm mal upgraden. Basis steht nur deinetwegen noch. Ja, alles cool. Ah, okay, 4 Ausstattungsverbesserungen. Sprengstoff können wir mal machen. Also langsam bin ich wirklich angefressen. Wikipedia wurde wiedergeboren. Und du bist mein Lieferstoff. Und das? Jeder im Tal stehen wir zueinander, um den guten Kampf zu führen. Okay. Oh, das Material. Dankeschön. Finde ich nett. Wie sieht es eigentlich hier aus? Okay. Was braucht die Krankenstation? 500, uff. Ja, 75, komm, gib ihm. Ach, das ist die Expedition. Jetzt. Wir können starten. Jetzt ist auch seine Ausrüstung vorzubereiten. Wenn die Aoimen seltene Ressourcen finden, machen sie es sich da gemütlich. Wir fliegen dahin und ich setz dich in der Nähe ab. Du musst dieses Paket finden und mitnehmen. Du erkennst es am pinken Rauch. Aber pass auf, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Sobald es bewegt wird, werden die Aoimen gleich anfangen, nach dir zu suchen. Ich gebe dir über Funk einen Treffpunkt durch und hole dich dort mit dem Hubschrauber ab. Komm einfach zu mir, wenn du bereit bist. Ich? Ich war schon gestern bereit. Okay.